meine Damen und Herren, Victor Giacomo. Schönen Applaus. Danke vielmals. Also, bevor wir anfangen, habe ich Ihnen mindestens zwei Neuigkeiten. Die erste, die betrifft das Bündnerfleisch. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Heute ist beschlossen worden, dass das Bündnerfleisch als Produkt und als Markenname geschützt ist. Die Frage ist einfach, auf wen man das alles könnte ausdehnen. Zum Beispiel gehört die Letizia da noch dazu. Wobei, ich würde eher sagen nein, weil da kann man ja eigentlich viel weniger von Trockenfleisch reden. Aber das ist ein Detail. Die zweite Neuigkeit ist, Nella Martinetti ist schwanger. Jawohl. Offenbar wird sie als Leihmutter ihren künftigen Liebhaber gerade selber austragen. So, das wäre jetzt mal so ein bisschen das niedere Niveau gewesen. Aber was uns wirklich bewegt zur Zeit, das ist natürlich, es ist Wahlkampf. Und selbst die SP hat mittlerweile herausgefunden, dass wirklich Wahlkampf ist. Aber die SP spielt überhaupt keine grosse Rolle in dem Ganzen. Sondern der Kampf, der spielt sich innerhalb der grossen bürgerlichen Parteien ab. Und dort heisst es FDP und CVP gegen die SVP. Und wie machen die das, die Parteien? Wir wollen uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben da zum Beispiel ein Inserat von der CVP. Und das ist in grossen Zeitungen ist das erschienen. Oben steht dort, dafür setzen wir uns ein. Wir, wer ist das? Einmal auf dieser Seite Bundesrätin Metzler. Auf der anderen Seite der Bundesrat Joseph Deiss. Auf dieser Seite da, wenn man ein bisschen gegen oben geht, sieht man, also ich das jetzt mal frei interpretieren, oder? Als mündiger Bürger. Auf dieser Seite sieht man, Ruth Metzler bringt ihre linke Hirnhälfte ein und Herr Deiss seine rechte Hirnhälfte und zusammen hat dann CVP ein Hirn. Gut und recht, aber liebe CVP, langt das? Hä? Zum SVP bekämpfen. Ich meine, das macht zum Beispiel die FDP viel besser. Nicht die nationale Partei, sondern einzelne Kandidaten. Und wir haben heute hier ein echtes Wahlplakat von einem FDP-Kandidat aus dem Thurgau. Und zwar ist das vom Urs Städeli. Schauen Sie das mal genau anschauen. Der Urs Städeli hat unheimlich viel von der SVP gelernt. Oder? Er will in den Nationalrat, das schreibt er dort oben dran. Und er hat wie jeder rechte Freisinnige auf dem rechten Auge eine Sehhilfe. Dummerweise verarscht er ein bisschen seine Wählerinnen und Wähler, weil da unten sagt er, seine Wahl ein Volltreffer. Er redet von Volltreffer, aber schauen Sie mal, in welche Richtung das er ballert. Zielscheibe ist nämlich da hinten. Herr Städeli, das klappt niemals so. Ich habe das Gefühl, da muss jetzt einfach der Franz Steinecker in Thurgau rausfahren und dort für Ordnung sorgen. Und wenn er rausfährt, kann er dann dort für sich singen. Muss ich denn zum Städeli hinaus. Aber jedenfalls, was man dann für Resultat sieht aufgrund von dieser Wahlkampagne, das wird man am 24. Oktober sehen und möglicherweise sogar schon ein bisschen vorher, dann, wenn nämlich das Fernsehen DRS seine Wahlprognose veröffentlicht. Da hinter der Kulisse vom Schweizer Fernsehen laufen die Vorbereitungen für die Wahlsendung auf Hochtouren. Herr Blumier, Sie sind Professor vom Institut für Sozialwissenschaften von der Universität Freiburg. Was ist Ihre Aufgabe hier? Ich habe ein neues System für die ersten Hochrechnungen entwickelt. Wir haben den Durchschnittswähler eruiert und den rechnen wir dann hoch. Das geht schneller als mit Computerprogrammen. Was für ein Durchschnittswähler? Ich kann Ihnen den vielleicht gerade mal zeigen. Das ist der Herr Bischof Berger. Grüezi. Und Sie meinen, der Durchschnittswähler wird dann einfach hochgerechnet? Genau. Das ist die schnellste und effizienteste Methode. Wir halten ihn übrigens bewusst isoliert, damit er vor der Wahl nicht mehr einseitig beeinflusst wird. Und wie wissen Sie, dass der Herr Bischof Berger im Durchschnitt entspricht? Er wird natürlich laufend testet. Herr Bischof Berger, hier stehen Sie zu den bilateralen Verhandlungen. Einerseits und andererseits. Absoluter Durchschnitt. Sie werden jetzt übrigens gerade Züge vor der Führtrick mit Wahlmaterial. Das ist ganz ein interessanter Moment.
Der Herr Bischof Berger scheint sich nicht sehr dafür zu interessieren. Absoluter Durchschnitt. Das Interesse wird dann schon noch kommen. Er wird ja den nächsten Tag mit nichts anderem geführt. Aha. Verstoß das in dem Fall nicht gegen die Menschenrechtskonvention? Oh. Aha. Herr Bischof Berger interessiert sich für das Wahlmaterial von der SVP. Die SVP ist ja der Überflüger im Moment. Wollen wir mal eine Probewahl machen, Herr Bischof Berger? Ja, aber um 6:30 kommt dann Marienhof am Fernsehen. Legen Sie mal Ihre Resultate in die Urne. Und? Der ZSC schaut Quote 3:1. Aha. Das System ist natürlich noch nicht ausgereift. Aber bis zu den Wahlen bringen wir das schon noch an. Oh, wow. Das ist absolut ein Scharlatan. Das ist absolut. Das ist absolut ein Scharlatan. Vielen Dank. An dieser Stelle führe ich immer ja mein Gespräch mit unserem Experten. Ja, Experte, die besondere Experte. Das mal ist es der Herr Stolten-Benrath. Er ist Experte für Wahlprognosen. Ja, guten Abend, Herr Stolten. Ja, guten Abend, Herr Giacomo. Sie, der sogenannte Professor Blümier da. Das ist doch eine schweizweit bekannte Pfeife. Ja, das hat man jetzt mittlerweile mitgekriegt, dass Sie das finden. Sie können doch nicht die Prognose auf einer einzigen Person abstützen. Meine Prognosen sind 100% breiter abgestützt. Also auf zwei Personen? Richtig. Auf meine Mutter und auf Frau Bernasconi. Ja, und das verkaufen Sie dann der Presse? Ja, genau. Ich habe jetzt gerade eine interessante Umfrage gemacht. Aus der geht hervor, dass über 98% von der Altersgruppe zwischen 15 und 49 ist gegen den Atomunfall in Japan. Ja, aber das interessiert doch da überhaupt nicht. Die Leute interessiert jetzt eine Wahlprognose auf die eidgenössischen Wahlen. Ja, wenn die überhaupt stattfindet. Ja, wieso sollten die nicht stattfinden? 63% der Leute sind für eine Verschiebung von diesen Wahlen um ein Jahr. Ja, aber das kann doch... Aber... Herr Stolte, Sie wissen genau, dass das nicht geht, weil sämtliche Wahlzettel und Eintrittskarten sind schon gedruckt und dann gäbe es mehr Kosten und. Herr Giacomo, wir müssen uns doch überlegen, brauchen wir die Wahlen überhaupt? Niemand ist mit dem Herz ganz dabei, die Wirtschaft unterstützt es wenig. Und es fehlt auch richtige Führungspersönlichkeit. Und auch in künstlerischer Hinsicht. Ich bin gegen die Bratwurstwahlen. Ja, und Demokratie? Ja, die kann dann der Kollege Hayek auf ihre Machbarkeit noch ein bisschen untersuchen. Ja, gut, Herr Stolte, vielen Dank für die Ausführung. Aber ich muss sagen, Sie sind auch schon überzeugender gewesen. Das als kleine Kritik. Passen Sie auf, was Sie da sagen, Herr Giacomo. Ich mache gerade eine Umfrage über die Beliebtheit der Schweizer Fernsehmoderatoren. Ah, machen Sie! Ja. Oh, das ist aber nicht. Sie, wissen Sie was? Bringen Sie doch das der Frau Bernasconi und lassen Sie mir Ihre Mutter recht herzlich grüßen. Sie ist ein wunderbarer Mensch. Und sagen Sie ihr, man kann bei uns jetzt ein Swiss loskaufen und es gibt eine Rubelwand und ein Glücksrad, Herr Stolte. Ade. Das war der Herr Stolten-Benrath. Und nach dieser Pressekonferenz heute betreffend Expo muss man sagen, auch in Zukunft gilt der Kampf zwischen Ideen gegen Kommerz. Ah, endlich, Schwägeli. Was nimmst du? Einen Kaffee. Vielleicht etwas zum Knabbern. Guten Tag, meine Damen und Herren. Da stand bei der Expo 01 nach dem Hayek-Bericht nur noch das Geld eine Rolle spielt, möchte ich Ihnen kurz meine privaten Kreativvorschläge zur Rettung von der Expo vorstellen. Das ist doch die, die da abgewählt haben. Wie heisst sie? Ja, genau, die Fonda oder so. Mein Name ist Jacqueline Fendt und ich möchte Ihnen als ehemalige Direktorin meine privaten Vorschläge für eine Expo präsentieren, die nicht nur materiell bewährt reproduziert, sondern als grossartiger Katalysator von der vier schweizerischen Kulturen funktioniert. So. Also, wir hätten gerne... So ein Zug ist nichts anderes als ein Art de Plage auf einer philosophischen und sinnlichen Reise, die sich
Wissenschaft, Kunst und Technik in verschiedensten Stilen und Ausdrucksformen wunderbar verbinden. Wir müssen aber zu alten umsteigen. Grossartig. Wer das eine Projekt verlässt, betritt gleichzeitig ein anderes. Boot, hängende Treppen, Arkaden, begehbare Skulpturen. Und die kleinen Panettone haben wir nicht mehr. Ein Panettone kann ein grossartiges Forum in sich selber sein und als gastrisches Kunstwerk zu einer Einheit verschmelzen. Ja, da habe ich nichts dagegen. Ich hätte jetzt aber doch gerne einen Kaffee Creme mit 2 Zucker. Ich auch, aber ohne Zucker. Und so einen kleinen Panettone. Schade, dass Sie offenbar wie die heutige Expo-Leitung nur das Materielle sehen, statt einem Themenpark. Kaffee und Panettone sind natürlich nicht die verdichteten Bausteine, die sphärische Ausdrucksformen, sinnliche Farben machen. Hallo, bitte. 2 Kaffee, Panettone und Sandwich. Emotionale Nahrung kann eine Chance sein. Zukunft von dem Land. Kaffee, Bier, Mineral. Themenpark, Kunstwerk, Kaffee, Bier, Mineral. Themenpark, Kunstwerk. Warum machen Sie nicht den Ausländer da zum Expo-Direktor? Bier, Mineral. Ja, beim heutigen Gespräch kann man nicht einfach nur von einem Gast reden. Was wir hier heute Abend haben, das ist wirklich ein hoher Besuch. Es handelt sich nämlich um unser Staatsoberhaupt. Sie ist die erste Frau, die diesen Job macht. Und sie ist auch die erste Frau, die diesen Job macht im deutschsprachigen Europa. Wir freuen uns heute ganz besonders herzlich willkommen zu heißen bei uns Bundespräsidentin Ruth Dreyfus. Frau Dreyfus, ich weiss, Sie können vermutlich das Thema Expo schon gar nicht mehr hören. Und Sie haben vielleicht gedacht, Sie hätten ein bisschen erfreulicheren Abend heute, aber ich muss Ihnen doch jetzt die Frage stellen. Warum haben Sie von Ihrer Mannschaft ausgerechnet den Guspen, der das Ganze abbrechen will, beauftragt, um das am Schweizer Volk zu verkaufen? Ja, wenn es ihm gelingt, dann ist es wirklich eine gute Sache. Und wird zum Gelingen? Ja, ich glaube, weil die Sache eben gut ist. Aha. Sie bestärken ihn dabei auch? Ja, sicher. Nein, es ist eine schöne Idee. Es ist effektiv. Ich könnte das Gleiche erzählen wie Jacqueline Fendt jetzt. Ich meine, ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, den Text habe ich aus der Internetseite von der Expo rausgeschrieben. Also, genau. Ja. Aber es macht ihn wegen dem nicht verständlicher für die Leute. Ich glaube, eine der Schwierigkeiten der Expo ist, man probiert etwas Verständliches zu machen und gleichzeitig sagt man, man müsse es hauptsächlich spüren. Mhm. Man sehe dann, wenn man dort sieht. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber ich meine, zu wissen, was das genau bedeutet. Aber ich habe mehrere Projekte von Arte Plage gesehen. Mhm. Die schwimmen wirklich. Nein. Aber noch nicht. Und die sind auch noch nicht unter Wasser. Ah, nein, ja. Die, das ist ja, die das, haben eine Chance. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber es ist schön. Ich meine, das, was der Nouvelle für Murten will machen und anderes Zeug. Mhm. Doch, das freue mich sehr. Ich habe es ja schon mal erlebt. Aber Sie haben noch kein Billett, oder? Doch, ich hatte sie einmal als Beispiel. Man hat mir sie geschenkt, um zu zeigen, wie das so denn aussieht. Sie können wahrscheinlich. Vielleicht kann ich gar nicht mehr raus, wenn ich mal dort bin. Das ist aber eine grosse Strafe, wenn man das so gehört. Nein, ich wollte nur sagen, ich habe es schon mal erlebt mit der Expo 64. Und es war genau gleich vor der Expo. Mhm. Ich meine, es waren nicht die richtigen Ideen, nicht die richtigen Leute. Man hätte alles anders machen sollen. 3-mal haben wir neue Kredite sprechen. Mhm. Ich meine, ich sage mir, ich bin da.
Natürlich sie sind nicht so direkt beteiligt gewesen, und sie war toll gewesen. Ja, genau. Also, trotzdem ist es so, dass einmal im Bundesrat, offenbar muss ein Bundesrat gegen seine Überzeugung irgendetwas bekannt geben. Das ist Ihnen ja auch schon passiert bei der AHV. Wieso nehmen Sie dann nicht die, die so begeisterungsfähig sind? Also zum Beispiel, man könnte doch für immer, wenn man etwas muss, bekannt geben muss, den Adolf Ogi nehmen. Der würde überall die Leute mitreissen. Ja, aber der Adolf Ogi ist nicht der Sprecher vom Bundesrat. Er ist voll Bundesrat. Er hat seine Verantwortlichkeiten und nimmt sie auch wahr. Aber es ist wahr. Es ist effektiv auch schon passiert, dass ich Sachen erzählt habe, so widerwillig, dass jeder gemerkt hat, ja, jetzt muss ich das erzählen, was wir zusammen gekocht haben. Ah, dann tun Sie es dann extra, machen Sie ein widerwilliges Gesicht. Dann. Ja, ja, so, absolut. So wie das Herr Guschmann auch gemacht hat. Damit. Ja, wegen dem habe ich, wenn Sie es so sagen, doch ein bisschen Verständnis. Wobei, ich finde es schade, er sollte jetzt wirklich auch das Vertrauen ausstrahlen, das wir wirklich dieser Crew schenken. Und natürlich auch sagen, okay, es ist noch nicht alles in Ordnung, wir sehen dann noch weiter. Aber jetzt einmal Start und wir machen es. Kriegen Sie eigentlich als Bundespräsidentin den Wahlkampf auf irgendeine Art mit? Ich meine, Sie betrifft ja das gar nicht, oder? Die Bundesräte müssen nicht wiedergewählt werden. Die können eigentlich reden und schwätzen, was sie wollen. Machen Sie auch? Machen Sie auch, oder? Ja, sehr eigentlich. Machen Sie auch. Es ist angenehm, effektiv, dass man nicht selber im Wahlkampf ist. Ich zittere und fiebere mit bei Genossinnen und Genossen, die ich gerne im Rat möchte sehen. Aber natürlich, ich möchte hauptsächlich Mehrheiten im Rat, wo ich dann auch Sachen kann durchbringen kann. Ich meine, es ist schon schwierig genug im Bundesrat. Wo wir aber lieb unter uns in der geschlossenen Tür diskutieren können. Wenn ich im Rat immer würde auf Granit beißen würde, dann wäre es natürlich nicht mehr lustig. Ja, das ist klar. Da brauchen Sie Ihre Genossen noch dazu. Genau. Jetzt fördern Sie ja scheinbar auch ein bisschen, dass die Genossen dann auch gewählt werden. Weil man stellt ja bei diesem Wahlkampf fest, dass sich Bundesrat viel mehr als auch schon auch auf Bilder ablichten lassen. Um ihrer Partei zur Stimme zu verhelfen. Wir haben vorher gerade das Beispiel ja gesehen, oder, von den CVP-Bundesräten. Ich habe gehört, sagen, von Ihnen kommen jetzt dann auch Inserat. Was tun Sie dort für ein Organ abbilden? Ich werde probieren, einfach mein Lächeln durchzubringen. Ja, Sie sind übrigens, Sie haben ja an dieser Pressekonferenz am Montag auch teilgenommen. Sie haben dort eine ziemlich tiefe Stimme gehabt. Sie sind ein bisschen verkehlt, immer noch, glaube ich, jetzt, und trotzdem zu uns da gekommen. Ja. Aber geht es wieder besser? Ja, und ich habe mich gefreut. Ich hätte mir die Freude nicht wegnehmen durch einen blöden Virus oder so etwas. Klar, genau. Also wenn Sie jetzt mit Nüs und da jemanden anstecken, kann einem ja nichts passieren, weil Sie sind ja Gesundheitsministerin. Ja, ja, aber es wäre wieder einmal ein Widerspruch in meinem Leben, wenn ich für die Gesundheit schauen muss und die Leute anstecken. Aber solche Widersprüche habe ich natürlich viel im Leben. Ja, das ist klar. Das haben wir alle. So einfach nach Muster kann man ja nicht sein, leider. Ja, das ist klar, das ist klar. Also jetzt bei den Wahlen ist es ja so, dass nicht nur einfach nur Parteien sich zur Verfügung stellen, sondern man stellt immer wieder fest, dass es ganz eigene Interessengruppen gibt, die auch mit Listen in den Wahlkampf gehen. Nach der Lancierung der Rentnerliste, Autoliste, Frauenliste und den Listerien im Tiramisu wurde nun in der Pattaya-Bar die Männerliste vorgestellt. Saletti zusammen! So, Toni, du kannst loslegen, gell? Ich bin der Toni Mast vom MSÖ, Männerstammtisch Hörlikon. Neben mir sitzt der BH Pluri vom MAD, männliche Automechaniker Dübendorf. Also wenn der Keilriem gerissen ist, dann nimmst du auch nicht den 15er Schlüssel, oder? Da kommen wir vielleicht später drauf zurück, Beat. Wichtig ist uns einfach auf Diskriminierung der Männer aufmerksam zu machen. Darum, wenn wir uns mit einer breit abgestützten Liste an den Wahlen beteiligen, wir haben sogar Prominenz für uns gewinnen können.
Es braucht einfach einen auf dieser Liste, der bei den Weibern gut ankommt. Oder? Weil das ist nämlich ein ganz wichtiges Wählersegment. Natürlich sind wir froh, der Herr Hasler vom MMB, meiner mit Brusthaar, mit am Bord zu haben. Ja, dort bin ich das einzige Mitglied. Einmal du bist nicht dabei, gell? Ganz besonders aber freue ich mich über die Anwesenheit vom Gilbert Gress. So, klebt die Frisur von allein oder brauchst du eine Haftcreme? Herr Gress, wollt ihr uns nicht gerade mal erläutern, warum man sich eine reine Männerliste bevorzugen? Sehen Sie, die richtige Zusammenstellung der Mannschaft ist sehr wichtig. Und da bevorzuge ich in der Regel Männer. Aber wenn Bleuelstamm Rost ansetzt, dann merkst du das nicht erst im Service. Also, meine Herren, kommen wir jetzt endlich zum Inhaltlichen. Herr Hasler, was haben Sie für ein Programm? Programm? Ja, zuerst gehe ich jetzt mal da ins Rennjob-App über und dann schaue ich dort, ob dort eine einen Notfall hat und dann mache ich dort den Abschleppdienst. Die Frage war Türkin Mazat oder Schapüser. Die Frage Mann oder Frau hat sich so nicht gestellt. Kommst du auch ins Rennjob? Also jetzt lernen Sie doch den... Ich rede nicht mit dir, ich rede mit dem Günther Grass. Gress, bitte. Wenn erst denn du da die Gress holst. Also Diskriminierung vom Mann durch die übertriebenen Quotenforderungen der Frauen. Wenn die Frauenweiber einen richtigen Mann hätten, dann geht es nämlich auch nicht in die Politik, oder? Jetzt sag ich aber mal etwas, du. Oh, Scheiße, du, da ist mein Alter. Hey, jetzt zusammen. Ich bin vom VVMMB, Väter von Männern mit Brusthaar. Und ich denkt, ich komme jetzt da mal mich informieren, ob ich soll dieser Rentnerliste beitreten oder eben dieser Männerliste da. Wollen Sie den Kolben verjagen? Ja, aber ganz genau. Ich werde jetzt zurückkommen auf die Liste. Stefan Anjou hat eine Listenzerrung und er konnte deshalb nicht spielen. Ich beschließe den Informationsabend. Herr Dreyfus, Sie sind Bundespräsidentin für ein Jahr. Das ist eine kurze Zeit, um in ein Amt zu kommen, oder? Ja, aber es genügt. Wir sind ja sieben und jeder muss einmal die Chance haben, dabei zu sein. Und so lange im Bundesrat, dass alle zwei Jahre machen könnten oder drei, bis ich endlich drankomme, das wird zu lang. Das wollen Sie nicht. Nein, das wird zu lang. Trotzdem haben Sie ja, haben Sie es doch ein bisschen geschafft, in diesem Amt ein bisschen Akzent setzen in diesem Jahr. Ich denke da an den Staatsbesuch vom chinesischen Präsidenten. Und Sie haben dort mit offensichtlicher Unterstützung der Leute mal ein bisschen klar gesagt, was man da von Menschenrecht haltet und von Demonstrationen. Wie war das eigentlich genau? Ihr seid ja dann nachher abgekanzelt worden wie eine Schulklasse als Bundesrat von ihm, vom Chines, oder? Ja, und natürlich. Aber das hat eben zu dem, wie sagt man, konstruktiven Dialog über Menschenrecht, das gehört dazu. Mhm. Ich meine, Dialog, das wäre ja kein Dialog, wenn nur ich auf ihn könnte reinreden. Er muss, er muss auch zurückgeben. Aber er hat ziemlich scharf zurückgegeben. Er hat gesagt, sie hätten ihr Land nicht im Griff. Ja, genau. Im Würgegriff habe ich es nicht. Das ist offensichtlich für ihn ein bisschen ungewohnt. Hat das noch Nachwirkungen gegeben nachher? Ja, ich glaube nicht, nein. Es hat ein bisschen eine Zitterpartie gegeben. Mhm. Wie viele von diesen Schweizer Betrieben jetzt dort in China könnten vielleicht ein bisschen länger in der Warteschlange bleiben oder... Also die Wirtschaft, auf Deutsch gesagt, hat es gar nicht gern gesehen. Aber ja. Die Leute, die ein bisschen an Menschenrecht denken, die haben das sehen. Ich glaube, ihre Unterstützung war da relativ gross gewesen, oder? Aus dem Volk. Ja, wobei nochmal, ich möchte mich da nicht prahlen. Ich meine, man kann es auch besser organisieren, Staatsbesuch. Ich bin gerade jetzt in... Helsinki und ich habe wirklich sehr bewundert, wie mit ein bisschen Geschick und wirklich, man kann eine Zeremonie auch wirklich schön machen. Ja. Zum Beispiel, man kann ja auch Soldaten haben und ein bisschen hübsch ankleiden. Und Sie haben ja
ich will das schnell erklären. Sie haben ja in diesem Jahr haben Sie sich geweigert, dass die Ehrengarten, die vor dem Bundeshaus, wo Sie auch abschreiten mit einem ausländischen Gast, dass die aufgepflanzt Bajonett haben. Das haben Sie dann, glaube ich, jetzt abgeschafft. Und auch keinen Helm mehr, glaube ich. Auch nicht. Was wollen Sie sonst alles noch reduzieren? Es hat zwei Besuche gebraucht. Das ist so ein sehr langsamer Striptease. Also, das nächste ist schon klar. Ich meine, Sie tragen noch Gasmasken. Da sehe ich auch nicht, warum Sie nur noch Gasmasken, sonst nicht mehr, oder was? Nein. Aber eben, ein schönes Schmucksuniform, das würde mir wirklich gefallen. Mhm. Und auch ein bisschen zeigen, alles, was Sie machen. Ich meine, in den verschiedenen Gattungen. Ja. Nein, ja. Scherz beiseite. Ja. Ich finde, es ist nicht sehr höflich, einen Gast in einer Tenue zu empfangen, wo mit sich der Begriff Aggression oder ich meine Kampf beinhaltet. Ja. Aber nochmal, um auf den Herr Präsident Jiang Zemin zurückzukommen. Ich glaube, was wichtig war, ist, viele Schweizerinnen und Schweizer haben wirklich gewünscht, dass man den richtigen Weg findet zwischen Höflichkeit, Respekt für die Würde auch von dem Land und von dem Mensch und klaren Ausdruck von unserer Überzeugung. Mhm. Und da habe ich mich sehr unterstützt gefühlt. Ja. Also Sie haben ja... Sie haben ja auch als Sie schon im Ausland waren, sind andere Akzente gesetzt. Sie sind, glaube ich, im März sind Sie mit einer Transportmaschine auf Mazedonien geflogen. Und haben dort beim Zurückweg gerade 20 Flüchtlinge mitgebracht. Und das hat dann da die Leute ein bisschen, einzelne Leute ein bisschen verschrocken. Und andere haben gefunden, es seien menschliche Gesten gewesen. Jetzt, Sie haben gesagt, mir mal gesagt, es sei der Staatsbesuch, wo Sie dort angekommen sind mit dieser Transportmaschine, haben Sie den roten Teppich rausgelassen. Und Sie haben aber nicht gerade das schwarze Cocktailkleid angehabt. Das kann man so sagen, oder? Wie war das genau dort? Ja. Ich wusste, ich gehe in einem Lager. Ich habe Bilder gesehen, die alle hier gesehen haben, auch am Fernsehen von dem No Man's Land, wo Flüchtlinge gewartet haben. Ich bin am Tag weg, wo der Bundesrat wieder die Möglichkeit von Aufnehmen von Flüchtlingen beschlossen hat. Dann habe ich gesagt, gut, dann ist es ideal. Heute Morgen beschließen wir es. Heute Nachmittag gehe ich dann auf Mazedonien und zeige, wie man das macht. Ich meine, muss ja immer proben und zeigen Vorrat und so weiter. Genau. Die Chefin muss abfragen. Genau. Aber dann bin ich natürlich mit Turnschuhen gegangen, mit Hosen. Und im Rucksack hatte ich noch Bergschuhe, weil ich nicht gewusst habe, ob es viel... Wie bergig das ist, Mazedonien. Ja. Erstens, ob es geregnet hätte oder nicht, wie viel Schlamm oder so. Ja, genau. Und dann bin ich eben angekommen in dem alten Frachter, riesen Frachter. Deswegen hätte er ja auch ein bisschen wieder gefüllt werden zum Rückflug. Und das dann hätte sind Ihnen Sie... der Finanzminister sonst vorgeworfen. Ja, natürlich. Oder? Ein leeres Flugzeug fliegt man nicht zurück. Natürlich, nein, das wäre dumm. Ja, das finde ich auch. Und eben, da war eine schöne Garde und dann konnte ich einfach noch rasch meinen Rucksack dem Mitarbeiter auf die Schulter geben und probieren, mit den Turnschuhen so gut wie möglich die Ehrengarde abzumarschieren. Das war ein erfrischender Anblick gewesen, wahrscheinlich. He? Ja, da hofft man immer, dass die Kamera einfach ein bisschen höher kommt als... Also gut, wir schauen jetzt, dass die Kamera bei uns jetzt nicht nur höher kommt, sondern ein bisschen weggeht. Bei den Wahlen ist es ja immer so, dass man immer beklagt, es sind zu wenig Inhalte, die man sieht. Oder? Und die Suche nach Inhalt, nach Substanz, ist nicht einfach so leicht, wie jetzt zum Beispiel unseren heutigen kabarettistischen Gast nicht nur aus Deutschland, sondern sogar aus Bayern zeigt. Willkommen bei uns, Gerhard Bolt. Das war der Herr Dr. Bödeli. Der Herr Dr. Bödeli hat ja zu mir gesagt, ne, weil der Herr Dietz aus der Firma ausgeschieden worden ist. Ne, war also,
Ja, er verlässt uns. Ne? Jetzt sagt der Herr Dr. Bödeli, sagt er, machen Sie sich doch ein paar Gedanken, wenn wir ihn verabschieden am Montag. Ne? Dann habe ich noch gesagt, Herr Dr. Bödeli, nein, Sie machen das. Ne? Ich sag, und über den Herrn Dietz ein Gedanken, das ist nicht einfach. Ne? Ich sag, vielleicht haben wir noch irgendwie einen alten Gedanken oder irgendwie, dass wir ein bisschen sparen, dass wir uns vielleicht einen Gedanken günstig mieten können oder einen leasen. Nein, sagt er, Sie machen sich den Gedanken. Naja, ich habe mich weich kochen lassen. Ich kann Ihnen nur sagen, diese Woche war für mich grauenhaft. Grauenhaft. Ne? Erstens einmal einen Gedanken herholen, woher. Ne? Und dann natürlich meine Frau, ne? Wie die Frauen sind. Nicht immer, hast du dir den Gedanken schon gemacht? Ne? Das sag ich mach ihn schon. Ne? Wo ist der Gedanke? Sag ich, das weiß ich nicht. Ne? Der wird schon irgendwo sein. Ne? Irgendwann kommt er schon. Bis jetzt ist immer noch irgendwann einmal ein Gedanke gekommen. Ne? Einfach so. Ne? Also ich bin allergisch. Glauben Sie mir, ich bin allergisch auf diese W-Fragen. Wann, wie, vor allem wo. Dieses wo, ne? Das ist ja sowieso die deutscheste aller Fragen ist wo. Nur der Deutsche bringt es fertig, einen Hund, wenn er ihn sieht oder begegnet, zu fragen, ja, wo ist er denn? Ne? Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, und weil der Hund natürlich schon seit Jahrhunderten keine Antwort gibt, ne, sagt der Deutsche dann zum Hund, ja, da ist er ja. Ne? Ja, also, ja, entschuldigen Sie, haben Sie jemals einen Engländer gehört, der zu seinem Hund sagt, ja, wer ist hier? Ne? Um dann zu sagen, he is here? Na, also hören Sie auf. Ne? Das ist der Engländer, der ganz andere Fragen. Der sagt, to be or not to be? That's the question. Aber die deutsche Frage, die deutsche Question ist, wo ist er denn? Ne? Wahrscheinlich im Goethejahr. Das ist die faustische Frage. Ne? Die geht nach des Pudels Kern. Ne? Aber wissen Sie, mit Gedanken noch einmal, schauen Sie, der Hinrenner Rudi. Hinrenner Rudi kennen Sie nicht. Der Hinrenner Rudi, dem ist Folgendes passiert. Dem ist ein Gedanke entwischt, ausgekommen. Und der Hinrenner Rudi hat bestätigt, er sagt, er hat ja gar nicht gewusst, dass er einen Gedanken gehabt hat. Ne? Er sagt, wahrscheinlich war es ein Hintergedanke. Ne? Er hat ja noch versucht, den Gedanken einzufangen, hat ihn aber nicht erwischt. Seitdem wartet der Rudi seit Jahren auf einen neuen Gedanken. Also diese, da wird man, Sie wissen, ohne Gedanken, wie man da ohnmächtig ist. Nicht? Man ist gedankenlos, saust man vor sich hin. Ich habe mir, jetzt war es dann Samstag, jetzt wird es eng. Ich sage, jetzt muss ich mir was überlegen, wenn ich am Montag mit dem Gedanken kommen soll. Jetzt habe ich gedacht, ich mache es wie beim Fischen, nicht? An den Haken einen Wurm hin. Ne? Dann beißt der Fisch an. Und ich habe mir gesagt, für einen Gedanken habe ich was Feines. Dem stelle ich eine Flasche Valpolicella auf den Tisch. Und wenn der Gedanke kommt, dann kreist er um die Flasche herum. Okay? Und dann, pst, und dann habe ich ihn gefasst. Aber er hat auf den Valpolicella nicht angesprochen. Jetzt habe ich ihm noch eine Flasche Bardolino nachgeschoben. Keine Chance, der Gedanke wollte nicht. Ich habe alles an Lockmittel, was ich gehabt habe, habe ich ihm hingestellt. Ein Grapper, Zwetschgenwasser, Himbeergeist, Starkbierbock. Ne, war sogar ein Jägermeister habe ich ihm hin. Aber der Gedanke, nein, nichts zu machen. Ich war am anderen Tag wie geredet. Okay? Wissen Sie, und da spürt man, wie man als Mensch ohne Gedanken. Und dann denkt man sich, wenn man so vor der Flasche Valpolicella sitzt, ach, denkt man sich, wie schön wäre das, wenn man auf einen Gedanken gar nicht angewiesen wäre. Hey, bloß die Flasche und man selber. Und da kommen so Gefühle auf und da weiß man, ich bin im Grunde meines Lebens sowieso ein Gefühlsmensch. Da fühlt man, die Gedanken können einem am Arsch lecken. Verstehen Sie? Ich habe am Montag, ich habe die Rede zum Herrn Dietz gehalten. Ich musste natürlich statt 10 Minuten eine Stunde reden, weil ich keinen Gedanken gehabt habe.
Aber dem Herrn Bödele, dem Herrn Dr. Bödele, ist es überhaupt nicht aufgefallen. Frau Dreyfus, in Ihrem Job muss man ziemlich viel Kritik ertragen. Und Sie sind ja im Moment jetzt ein bisschen in einem Hoch, aber Sie haben ja auch schon ein bisschen andere Zeiten gehabt, wo alle an Ihnen herumkritisiert haben. Man hat gesagt, die Ruth Dreyfus ist stur, sie umgibt sich nur mit eigenen Leuten, sie hat Zweckoptimismus bezüglich AHV und so. Wie steht man so eine Kritisierwelle persönlich eigentlich durch? Ja, wir machen es Künstler. Sie haben ja das Gleiche. Auch, Ja, hin und wieder, aber bei uns bezieht sich es auf so Lappalien, dass ich mich irgendwo mal verschnappt habe oder so. Oder dass ich nicht so höflich war zu meinen Gästen. Was überhaupt nicht stimmt, was nie vorkommt. Sicher nicht. Aber bei Ihnen ist ja das eine Staatsaffäre. Ja. Es gibt verschiedene Kritiken. Es gibt Kritiken an meiner Person oder so. Gut, ich bin jetzt ein bisschen zu alt, um wirklich zu wechseln, aber wenn man mir auch sagt, kritisch, das sollte ich anders machen, dann kann ich es mir auch überlegen und bin dankbar für den Ratschlag. Also Sie haben gerne einen kreativen Streit, haben Sie ja, gerne. Ja, das ist kein Problem. Aber es gibt natürlich Kritik und es gibt politische Auseinandersetzung. Das ist nicht das Gleiche. Ich meine, dass ich nicht allen kann sympathisch sein kann. Tant pis, mit dem muss ich leben und sehr gut. Dass es natürlich auch, ja, es gibt natürlich auch Leute, die ich nicht selber so sympathisch finde, dass ihre Sympathie für mich lebenswichtig wäre. Den Herr Bignasco erwähnen wir gar nicht in dem Zusammenhang. Wir erwähnen niemand in dem Zusammenhang. Nein, gar niemand. Aber es gibt natürlich die politische Auseinandersetzung und gerade rund um die AHV. Mhm. Das ist nicht Kritik, das ist... Ja, klar. Aber ganz feste Auseinandersetzung über die Zukunft von dem Sozialwerk. Und genau, da nehme ich jede Kritik an, weil... Mhm. Wie ein, ja? Aber dort hat man Ihnen ja immer vorgeworfen, Sie dürfen Zweckoptimismus betreiben und Sie verschanzen sich hinter Ihren Zahlen. Und Sie haben ja sicher ein grosses Beharrungsvermögen. Ja, habe ich. Gibt es aber irgendwo eine Grenze zwischen Beharrungsvermögen und Sturheit? Ich hoffe, es gäbe eine, ja, aber man kann durchaus vielleicht einmal übertreten. Mhm. Und das ist gut möglich. Dann haben Sie Mitarbeiter, die Ihnen das dann sagen? Ja, nicht immer. Von Zeit zu Zeit sind Sie noch sturer als ich. Ja, gut. Da sind Sie ja die Chefin, oder? Sie könnten Sie ja dann einfach entlassen. Das können Sie übrigens Ihrem... Die anderen Bundesräte können Sie nicht einfach entlassen, gell? Nein. Können Sie nicht, oder? Nein. Also auch nicht hier zum Beispiel? Wir sind verurteilt worden. Jeder am Tag, wo er gewählt worden ist, ist verurteilt worden, mit den anderen zu arbeiten. Wie heisst das auf Deutsch? Da? Die müssen rudern auf einer... Galeeren. Voilà, Sie liegen auf einer Galeere. Genau. Sie fühlen sich als Galeere und Sie sind der, der hinten dran sitzt. Mit sechs anderen. Der hinten dran sitzt und mit den Trommeln den Takt angibt. So. Sie sind... Das Jahr. Nur das Jahr. Genau. Das nächste Jahr wird es der Herr Rogi sein, der... Oh ja. Das ist der Ihnen Sportamt weggenommen hat, gell? Ja, es ist nicht ganz so. Ich habe es ihm auch geschenkt. Ich meine... Haben Sie nicht so viel am Hut mit Sport selber? Ich hatte das Amt sehr, sehr gerne gehabt, aber sagen wir, ich bin nicht so jeden Sonntag unbedingt gerne in Fußballmatch oder sonst gegangen. Dann habe ich gedacht, okay, dem macht es wirklich mehr Freude. Also, ich behaupte jetzt nicht, dass da ein Hintergedanke dahinter ist, dass Sie den Ogi immer in die Fußballstadien geschickt haben, oder? Gut. Wir sind auch schon zusammen gewesen. Sind Sie schon miteinander gewesen? Ja. Weil eben, er ist so gern gegangen. Aha. Und ich bin aus, weil ich Sportministerin war, gegangen, um die Cup zu übergeben. Mhm. Der
der Mannschaft, der siegenden Mannschaft. Haben Sie die Regeln überhaupt kennt vom Fußball? Ja, meine Neffen haben es mir erklärt. Aha, ja. Vorzu einfach immer vor jedem Goal. Während dem Match. Ja, das ist sehr angenehm, sehr angenehm. Also, Sie sind ja früher noch Gewerkschafterin gsi, sind Gewerkschaftsfunktionärin gsi, ja. Und dann, also vor Ihrer Wahl in den Bundesrat. Jetzt sagen immer wieder die Leute, wir stehen vor einem heissen Lohherbst. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass in diesem Herbst die Exponenten der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber argumentativ ein bisschen flexibel sind. Ihr könnt ihn reinschicken, Frau Sütterlin. Schauen wir unseren Herrn Hollenstein. Sitzen doch ab. Danke, Herr Direktor. Wie geht's der Frau? Ich bin ledig, Herr Direktor. Und wie läuft die Spenglerei? Ich arbeite im Magazin. Sehr gut. Also kommen wir zur Sache. Wie ihr wisst, kümmere ich mich persönlich um jeden Arbeitnehmer im Betrieb. Ich bin zwar der Chef, aber das Herzstück von unserem Betrieb ist der Arbeiter. Also dir, Herr Hollenstein. Darum ist es auch berechtigt, wenn wir jetzt über eine Lohnerhöhung reden, so wie das von den Gewerkschaften gefordert wird. Ich will aber gar keine Lohnerhöhung. So, warum? Als wir das letzte Mal so ein Gespräch hatten, haben sie gesagt, Lohnerhöhungen machen impotent. Das ist an und für sich richtig, nur müsst ihr das im Zusammenhang sehen. Stichwort Inflation. Mehr Lohn heisst mehr Kaufkraft. Das führt zu höheren Preisen und entsprechend höheren Zinsen. Miete steigt, die Lebenskosten steigen. Man fragt sich, wie man das alles noch zahlen will. Das führt zu Stress. Und Stress führt die Ausnahmefälle auch zu Impotenz. Ja, eben. Sie wollen mich doch mit einer Lohnerhöhung nicht zu armen Tagen bringen, Herr Direktor. Ihr wollt also auf eine Lohnerhöhung verzichten? Ja, eben. Wegen diesen weltwirtschaftsmarktlichen Zusammenhängen. Das enttäuscht mich aber, Herr Hollenstein. Wo bleibt da eure Verantwortung gegenüber dem Betrieb? Ja, aber... Die Wirtschaftslage hat sich verändert, Herr Hollenstein. Stichwort Globalisierung. Die Inflation ist eindämmt. Wir stehen an der Schwelle von einem Wirtschaftsaufschwung. Und da seid ihr ein wesentlicher Faktor, Herr Hollenstein. Ihr müsst das nur im Zusammenhang sehen. Stichwort Konsumförderung. Der Konsum ist der Motor der Wirtschaft. Wir können doch nicht den Wirtschaftsaufschwung gefährden, nur weil ihr, Herr Hollenstein, kein Geld habt, zu konsumieren. So habe ich das noch nie gesehen. Gesagt? Was trägt ihr hier für eine billige Uhr? Die haben sie mir zum 30-Jährigen geschenkt. Eben. Kauft euch doch mal etwas rechts. Leistet euch einen neuen Anzug, am besten gerade ein Smoking. Oder kauft euch eurer Frau endlich den Zweitwagen. Ich bin ledig. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Oder wollt ihr euren eigenen Arbeitsplatz gefährden? Natürlich nicht. Darum will ich jetzt auch sagen, was die Lohnerhöhung betrifft. Da müsst ihr keine Angst haben. Da nehme ich Rücksicht auf eure Bedenken und verzichte darum auf die Lohnerhöhung. Was ihr braucht, ist ein Vorschuss. In einer Stunde machen die Läden zu. Also los. Geht posten. Gebt das Geld in den Wirtschaftskreislauf rein. Konsumiert. Und rettet Arbeitsplätze. Frau Dreyfus, kommt der Bundespräsidentin überhaupt noch zur Freizeit? Na ja, auch ein bisschen, ja. Sie tun gerne lesen, glaube ich. Tun ich. Lies mir. Ein bisschen weniger, aber immer noch. Immer noch? Mhm. Nie bei den Bundesratssitzungen. Nein, wissen Sie, da gibt es eine kleine Anekdote, weil ich habe immer viel gelesen, auch vorher, als Gewerkschafterin, als Studentin und so weiter. Und einmal hat ein Freund von mir, ein sehr bekannter Freund, der Sigi Feigel, ist einmal scheint weiss von Wut auf Zürich zurückgereist nach einer Sitzung in Bern und hat den Freunden erzählt, dort ist eine junge Frau, das war vor langer Zeit, die hat während der ganzen Zeit gelismet, während der ganzen Sitzung hat sie gelismet und sie hat mich genervt und so weiter. Und nachher habe ich... Ja, es ist anderen auch gleich gegangen. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ich weiss ja gar nicht, was die Leute sich, warum ich die Leute nerven. Mhm. Ist es wegen dem Lismen oder wegen meinen Ideen? Mhm. Und nachher habe ich gefunden, das Einzige, was ich machen kann, ist wirklich das experimentell herauszufinden. Mhm. Und beim Bundesrat lese ich mich nicht mehr. Das ist klar. Jetzt weiss ich, was sie nervt.
Putin. Aber Sie selber haben im Bundesrat ja auch können lernen, dass es wahrscheinlich von Ihren Kollegen her auch andere Methoden gibt, die einem nerven kann, oder? Ja, ja, jeder hat seine Spezialität. Jeder nervt sie auf seine eigene Art und Weise. Ja, ja. Das ist eben Konkordanz und breite Allparteienregierung. Also, so. Ich hoffe, dass Sie vielleicht, wenn Sie dann mal das Amt nicht mehr haben, auch nicht mehr Bundesrätin sind, dass Sie dann mal vielleicht wieder mehr zu Ihren Hobbys kommen. Sie sind Genfer Sozialdemokratin, von denen weiss man, dass sie auch im höheren Alter immer noch Unterschlupf findet bei den Zürcher Jungsozialisten. Also, Ihre Zukunft ist eigentlich gesichert. Ruth genau. Heifuss, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke, vielmals. So, und aus staatsbürgerlichen Gründen möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Tipps geben zum Abstimmungsverhalten am 24. Oktober. Liebe Bürgerinnen und Bürger, grüße Sie wieder an, mein Name ist Dr. Kleidi. Am 24. Oktober 1999 wird gewählt. Im Sinne einer umfassenden Information vom Staatsbürger werde ich Ihnen kurz die Wahlmodalität auseinandersetzen. Kurz zusammengefasst bedeutet der Wahlakt einen Zettel in den Schlitzchen rühren. Aber aufgepasst, nicht irgendein Zettel, nicht irgendein Schlitzchen. Sie müssen einen offiziellen Wahlzettel nehmen und den in eine offizielle Urne einkehren lassen. Aber nicht irgendeine Urne, sondern in eine Wahlurne. Bitte verwechseln Sie nicht die Urne mit einem Urner. Scherz beiseite. Bevor Sie den Zettel in den Schlitzchen rühren, müssen Sie ihn ausfüllen. Auf einem Wahlzettel steht ganz ein Aufnehmen von Kandidaten. Eigentlich ähnlich wie in einem Telefonbuch, einfach ohne Telefonnummer. Wenn Sie jetzt wollen, dass einer von diesen vielen Kandidaten ums Verrecken im Nationalrat die sind, dann schreiben Sie den Namen doppelt, das nennt man dann kumulieren. Wenn Sie verschiedene Kandidaten von verschiedenen Listen mischen wollen, dann nennt man das Panaschieren. Das hat allerdings nichts mit einem Panaschieren zu tun. Scherz beiseite. So, und jetzt haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Möglichkeit, mit einem cybermäßigen ISDN-E-Mail-Message-Mitteilung Fragen zu stellen. Ich warte. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, jeden Kandidat zu panieren. Hat aber auf den Wahlausgang auch bei Listenverbindungen mit Überhangmandat keine Auswirkungen. Und die Kumuluskarte ist mit keiner Liste gültig. Weitere Frage. Leider ist der Wählerschutz in unserem Land noch nicht so ausgebaut wie der Konsumentenschutz. Trotzdem können Sie versuchen, nutzlosen Parlamentarier wieder seiner Partei zur Entsorgung zurückzugeben. Noch eine letzte Frage, bitte. Dazu gibt es nur eine Antwort. Das Wahlgesetz verbietet das zwar nicht, aber Sie sind ein Zäunikel. Guten Abend. So, ich habe von dieser Seite her nichts mehr beizufügen, außer dass ich Ihnen noch einen schönen Abend wünsche. Tschüss miteinander und wir sehen uns am 17. November wieder. Tschüss. Dass sie hierher gekommen sind. Sie haben es schaurig gut mitgemacht, wirklich. Das sage ich nicht jedes Mal, sondern nur jedes zweite Mal. Nein, es ist wirklich gut gewesen. Und jetzt muss ich ein bisschen unhöflich sein. Aus technischen Gründen wären wir froh, wenn ihr einen Moment ganz zurückgehen würdet, führen ins Feiern, weil wir müssen unsere technischen Apparate abbauen. Nachher könnt ihr selbstverständlich noch da bleiben und da in der Disco bleiben bis am Morgen. Am meisten haben bis heute Tore gewackelt. Danke, dass ihr hierher gekommen seid. Kommt irgendwann wieder einmal. Merci und noch einen schönen Heimweg. Merci vielmals.